Hallo liebe Musikliebhaber, Aris Force Beats mein Name und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video aus meiner Studio Equipment Test und Review Reihe. Heute läuft das Ganze jedoch ein wenig anders ab. Den Herrn, den ihr gleich im Video seht, verwechselt ihn nicht. Das bin nämlich nicht ich, das ist Kai Dansberg. Den verlinke ich auch hier einmal im Video, schaut euch seinen Kanal an. Er ist ein Sänger, Drummer, Gitarrist und was er sonst noch so alles ist und was er so drauf hat, schaut einfach vorbei. Und da er so ein toller Drummer ist, hat er mich in diesem Video unterstützt, um mal ein wenig am Elesis DM10 rumgespielt. Ich werde euch jetzt nach und nach die Elemente und Funktionen dieses elektronischen Schlagzeugs vorstellen. Zu den einzelnen Elementen gibt es dann auch jeweils noch eine Hörprobe und zum Schluss hören wir dann auch nochmal ein tolles Drum-Solo. Hier ein paar Sekunden Vorgeschmack, bevor wir dann gleich ins Detail gehen. Das klingt doch auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Jetzt stellen sich die meisten, die an einem E-Drum-Set interessiert sind, natürlich berechtigt die Frage, ist das was für Anfänger, Fortgeschrittene oder sogar für Profis? Also ich sag mal so, ein Mittelstück, aber nicht zu durchschnittlich, es geht dann schon eher in Richtung Profi. Man kann nicht nur mit den über 1000 echten Drumset-Sounds spielen, nein, man kann sich auch eigene Samples, also Töne reinladen. Ferner habt ihr auch die Möglichkeit, das E-Drum-Set als Live-Schlagzeug zu verwenden, sprich über irgendeinen Verstärker. Wer jetzt aber sagt, ach live, nein, nein, dafür muss das akustische Schlagzeug. Ja, das kann ich nachvollziehen, jedoch habe ich auch ein schlagfertiges Argument für das Elesis DM10. Und zwar verfügt dieses über eine dynamische Artikulation. Diese ändert nämlich die dynamischen Klangnuancen. Das bedeutet, je nachdem wie es spielt, zum Beispiel die Haut feste auf eine Snare zum Beispiel oder etwas sanfter, dann verändert sich somit auch der Sound. Ganz wie beim akustischen Schlagzeug also. Ähnlich auch wie beim MIDI- oder USB-Keyboard die Anschlagdynamik. Jetzt redete ich gerade schon über den Live-Modus, welchen man in Kombination mit zum Beispiel einem Verstärker sehr leicht hinbekommt. Ferner verfügt der Computer aber auch noch über USB-Port und allen möglichen Klinkeneingängen. Der USB-Port ist zum Beispiel da, um neue Samples ins System zu laden. Natürlich stellt man über den Computer auch ein, welches Drum-Modul man spielen möchte. Ebenfalls verfügt der Computer über einen integrierten Sequenzer zur Aufnahme. Vorgefertigte Patterns sind ebenfalls mit vorhanden. Die Klinkenstecker, also der Mix-Eingang, ermöglicht das zeitgleiche Spielen mit einer CD oder Musik vom MP3-Player. Die Sounds und Module klingen deshalb so realistisch, da sie von einem echten Schlagzeug unkomprimiert hier auf dem Computer als Sample geladen wurden. Ihr habt soweit alles dabei. 8 Zoll Tom-Toms, 10 Zoll Snare, Bass-Drum, Kickpad, Chimbles, Hi-Hat, 2 Crashes, Triple-Zone-Rides und 2 Fußsteuerungen. Eine logischerweise für die Kick und eine wie gewohnt für die Hi-Hat. Ein Review und Test muss nicht unbedingt 30 Minuten gehen. Darum würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zum Fazit. Wie zu Anfang erwähnt, auf jeden Fall ein Drumset für Einsteiger, auch für Fortgeschrittene und es muss nicht unbedingt teuer sein, warum nicht auch für professionelle Aufnahmen. Und falls euch tatsächlich keiner der über 1000 Sounds gefallen sollte, ladet einfach eure eigenen Samples rein. In eurem Kopf verbirgt sich nun aber noch ein riesiges Fragezeichen oder euch liegt sonst was auf der Zunge oder wurde nicht beantwortet, kein Problem, postet unter das Video, tauscht euch gegenseitig aus und natürlich dürft ihr mich auch sehr gern anschreiben und mir alle eure Fragen stellen. Dann genießen wir nun noch ein paar Hörproben vom netten Herrn Dansberg und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Studio Equipment allerlei und tschüss!